Mein Professor Carsten Weber, Professor für allgemeine Technikwissenschaften an der Brandenburgischen Universität Cottbus. Richtig? Technische Universität. Gut. Und Katrin Engelhardt? Engelhardt. Engelhardt, Zuarbeitungsmitarbeiter. Nee, ich habe es falsch gelesen. Hat geforscht zu Armut und sozialer Ausgrenzung und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im DFG-Projekt Die Bedeutung des Internets für gesellschaftliche Teilhabe. Passt. Okay, das klären wir dann nachher nochmal im Detail. Wir wollen das ein bisschen so halten. Herr Weber macht einen kurzen Einführungsbeitrag, schön mit Technik. Oh, England, jetzt richtig. Wird nochmal kurz Ihre Thesen erläutern und dann, denke ich, kommen wir in die Diskussion. Ich würde versuchen, das ein bisschen zu moderieren. Ursprünglich war angedacht, dass ich sozusagen tausend eine Frage stelle und nach einer Stunde das Publikum gehe, das Publikum jetzt, also da wir hier echt ein kleiner Kreis sind, finde ich, sollten wir das ein bisschen offener und offener gestalten. Und dann sozusagen miteinander in die Diskussion kommen. Ja, herzlichen Dank. Ursprünglich stand, glaube ich, im Programm, dass jemand von D21 hier, diejenigen also, die den Nonliner-Atlas, wie der so schön heißt, in Deutschland erstellen. Jetzt ist niemand da, also übernehme ich einfach mal diese Aufgabe und stelle mal allerdings sehr fragmentarisch ein paar Fakten und erstmal Fakten vor zur digitalen Spaltung oder zum Digital Divide oder zum Digital Gap, wie man auch manchmal sagt im Englischen. Fakten also zunächst mal aus dem Non-Anliner Atlas 2011, ist also brandaktuell, ist vor kurzer Zeit rausgekommen und ist frei zugänglich im Internet, was eine positive Entwicklung ist, denn bis letztes oder vorletztes Jahr waren immer nur die alten Versionen frei zugänglich und die neueste Version musste man gegen eine Schutzgebühr oder sowas bekommen. Jetzt kann man alle direkt runterladen. Also, das ist erkennbarerweise die Landkarte von der Bundesrepublik Deutschland. Zwei Stück davon, Onliner nach Bundesländern 2011 und Offliner nach Bundesländern 2011. Und bereits an diesen zwei Karten kann man einen Trend beobachten oder sehen, der sich im Prinzip bezüglich aller anderen Indikatoren durchhält. Es gibt eine klare Ost-West-Teilung. Fragen Sie mich nichts zum Saarland, das hat nochmal ganz besondere Gründe, aber man kann relativ deutlich sehen, wir werden das bei den anderen Bildern sehen, dass bei allen Indikatoren die fünf neuen Länder exklusive Berlin deutlich schlechter abschneiden, als das für die meisten westdeutschen Länder gilt. Hier also, Onliner sind deutlich geringer vertreten in Ostdeutschland, Offliner dahingegen über die Maßen im Vergleich zu manch anderen Bundesländern über die Maßen stark vertreten. Man kann das auch an anderen Indikatoren sehen, also Frauen und Männer. Frauen sind in Ostdeutschland deutlich weniger im Netz vertreten als in Westdeutschland. Männer sind aber auch in Ostdeutschland im Internet weniger vertreten als in Ostdeutschland, in Westdeutschland. Und wenn man dann die auch in der Ankündigung zu diesem Panel aufgeführten Daten sich anguckt im Non-Liner-Atlas, also Onliner-Personen ab 50 Jahren nach Bundesländern, wiederum sieht man auch hier, sind die ostdeutschen Personen ab 50 Jahren deutlich weniger im Internet vertreten, also nutzen das Internet weniger als in Westdeutschland. Und wenn man das betrachtet in Bezug auf die Bildungsabschlüsse, wenn man also nur die einfachen Bildungsabschlüsse betrachtet, gilt das auch hier sogar sehr, sehr deutlich. Da scheint sich irgendwie ein Trend zu manifestieren. Ich werde zu den Erklärungen oder möglichen Erklärungen für diese Sachen gleich noch kommen. Erstmal nur Zahlen, um ein Bild zu geben. Hier kann man das, was ich heute Mittag schon mal als Statement gesagt habe, sehen. Also aufgeteilt nach Alterskohorten, die Nutzerzahlen. Wir haben also bei den Jüngeren fast eine 100%ige Durchdringung. Also 14- bis 19-Jährige nahe der 100%. Ich vermute auch, dass sich da in Zukunft nicht mehr wahnsinnig viel ändern wird, weil man
davon ausgehen kann, dass zum Beispiel die Offliner, die es dort in dieser Altersgruppe noch gibt, gerade so ungefähr der Zahl der Menschen entspricht, die seltsamen religiösen Gemeinschaften angehören, die möglicherweise ein Problem, ein moralisches Problem mit dem Internet haben. Also das wird wahrscheinlich nicht weggehen. Bei den anderen wird es natürlich schon, es wird deutlich, dass diese Zahlen machen es relativ deutlich, wenn man nach unten runter geht, je älter die Menschen werden, desto weniger nutzen sie das Netz. Die 50- bis 59-Jährigen liegen etwa im Bundesdurchschnitt mit 75,8%. Der Bundesdurchschnitt, Sie sehen ihn, liegt bei 74,7%. Aber danach nimmt die Nutzung des Internets deutlich ab. 70 plus 24,6%, also nur jede vierte Person über 70 Jahre. Was heißt Nutzungsplaner? Man hat sie gefragt, planen sie in den nächsten, ich weiß nicht welchen Zeitraum, müsste ich nachgucken. Bitte? 12 Monate, innerhalb der nächsten 12. 12 Monate planen sie das Internet zu nutzen. So, Schnitt hatte ich schon gesagt. Was man sehen kann, wenn man das über eine Längsschnittanalyse betrachtet, von 2001 bis 2011, eine, wie ich finde, schon erstaunenswerte Entwicklung. 2001, als der erste Non-Liner-Atlas herauskam, oder ich glaube der erste, der so hieß, 37% waren online, heute 74%, also eine glatte Verdopplung in 10 Jahren. Das ist für eine Technik relativ schnell. Die Nutzungsplaner gehen allerdings auch runter und naturgemäß, wenn die Offliner hochgehen, gehen die Offliner runter. So grob, ich meine, man sollte mit solchen Graden und Kurven immer ein bisschen vorsichtig sein, aber so grob, man sieht jetzt nicht den Unterschied hier bei dem Balkendiagramm zwischen Onliner, Nutzungsplaner und Offliner. Glauben Sie es mir einfach, so grob steigt die Onlinerzahl linear seit 2011. Die Abweichungen sind relativ gering. Vielleicht noch eine Einordnung, wo liegt Deutschland im internationalen Vergleich? Wir liegen im internationalen Vergleich in Europa bei Platz 7, wobei die Zahlen, die hier verwendet werden, etwas von denen abweichen, die im Non-Liner-Atlas auftreten. Die werden von der ITU zur Verfügung gestellt. Wir haben da angeblich eine Nutzerzahl von 80%. Ganz besonders stark wird das Internet vor allem in den skandinavischen Ländern genutzt. In Island zum Beispiel 93%, in Schweden 91%, in Finnland. Nee, Finnland ist gar nicht so viel, aber da oben ist es ziemlich gut verbreitet, wohingegen man die Teilung, die man in Deutschland bezüglich West und Ost sehen kann, auch in Europa sehen kann. Da sieht man allerdings noch eine weitere Teilung. Wir haben im osteuropäischen Bereich deutlich geringere Nutzungszahlen wenn man nach Süden guckt, tendenziell auch eine deutlich geringere Nutzungszahl, sodass wir einen Ost-West-Spaltung haben, wenn man davon Spaltung sprechen möchte, und eine Nord-Süd-Spaltung. Ich möchte gleich darauf hinweisen, weil ich darauf nicht weiter eingehen kann, dass das nicht nur was mit verfügbaren Ressourcen der betroffenen Menschen zu tun hat, sondern auch zum Beispiel mit Kommunikationstradition. Also man sollte sowas nicht immer nur rein ökonomisch erklären wollen oder auch hinsichtlich der Frage der technischen Zugangsmöglichkeiten, sondern es gibt auch andere Erklärungsmuster, die sowas zum Beispiel zu tun haben mit kommunikativen Strategien und mit ganz allgemein mit kulturell geprägten Verhaltensweisen. Zugegebenermaßen einige sehr fragmentarische Daten, wenn Sie Fragen haben. Ich habe das Zeug zumindest auf meinem Rechner dabei und einiges kann ich wahrscheinlich aus dem Kopf sagen. Gut, Folgerungen. Folgerungen sind, um es ganz deutlich zu sagen, eher Folgerungen aus diesen Daten. Es sind keine Folgerungen im Sinne von deswegen, weil es so ist, wie es ist, sollte man dieses und jenes tun. Das würde nämlich nicht meinem Selbstverständnis entsprechen, da ich hier jetzt nicht als Politiker sitze, sondern als Wissenschaftler. Nochmal unsere Karte, die Karte der Bundesrepublik Deutschland. Die Tatsache, dass es so einen klaren Ost-West-Unterschied gibt, kann man relativ leicht und unkompliziert dadurch erklären, dass wir ganz allgemein in der Bundesrepublik Deutschland nach der Wiedervereinigung, also seit 20 Jahren ungefähr,
eine extreme starke Wanderung aus Arbeitsplatzgründen, vor allem von Osten nach Westen haben. Wir haben also vor allem eine Abwanderung der Jüngeren, schon deshalb sind sie in Ostdeutschland weniger vertreten, und natürlich auch der Bildungseliten, was einiges erklären kann. Außerdem haben wir natürlich auch ganz allgemein das Phänomen, dass wir eine alternde Gesellschaft sind, sodass man, dass wenn eben in den Alterskohorten höheren Jahrgängen angehören, wenn dort sehr viele Leute das Internet nicht benutzen, dass es dann natürlich ganz allgemein den Schnitt nach unten drückt. Und die ostdeutschen Länder leiden leider wiederum auch häufig aus ökonomischen Gründen natürlich an einer Veralterung, sodass eben dort dann eben gerade diese älteren Leute stärker repräsentiert sind und dann eben, wenn diese das nicht nutzen, so diese geringeren Nutzungszahlen zu tragen kommen. Andererseits muss man natürlich sagen, wenn man sich diese Grafik anguckt, 97,6% bei den 14- bis 19-Jährigen, aber unten bei den 70 plus 24,6. Das ist keine sehr ungewöhnliche Grafik oder Statistik, die würde man bei anderen Technologien wahrscheinlich ähnlich sehen. Es ist eher so, dass jüngere Menschen, was Technik angeht, eher zu einer Adaption neigen, zur Nutzung neigen, als Ältere, die tendenziell eher konservativ in vielen Dingen sind. Das sieht man zum Beispiel an der Wählerschaft, das wird eher sie interessieren. Außerdem muss man natürlich sagen, da komme ich gleich nochmal darauf hinaus, dass der mögliche oder potenzielle Nutzen für der Internetnutzung für Jüngere eine andere ist als für Ältere. Also die demografische Entwicklung spielt hier mit rein. Insbesondere kann man erwarten, dass wenn wir jetzt nochmal 10 Jahre warten, wir müssen uns klar machen, das Internet als massenzugängliches Medium existiert gerade mal 15 Jahre, warten wir also noch 10 oder 15 Jahre, sodass die jetzt in den jungen Alterskohorten sind, älter geworden sind, dann werden die Zahlen dort entsprechend vermutlich steigen, weil die Aufgabe der Nutzung eher unwahrscheinlich ist. Zweitens, werde ich gleich noch was dazu sagen, Nutzung von Medien scheint, wenn man andere Zahlen zu anderen Medien anguckt, zum Teil zumindest altersabhängig zu sein. Werde ich gleich noch darauf eingehen. Und wenn man glauben würde, dass die Schließung der digitalen Spaltung erst dann da wäre, wenn 100% aller Menschen das Internet nutzen, würde man fehlgehen. Eine hundertprozentige Durchdringung finden wir bei keinen Technologien. Ich benutze zum Beispiel kein Auto. Also 99,99% dieser Republik könnten das Auto nutzen. Ich bin nicht dabei. Das eben noch zu der Hinweis, dass es eben auch andere, dass man Nutzungsunterschiede hinsichtlich des Alters auch in anderen Bereichen sehen kann. Sie sehen hier auf der rechten Seite deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren, Angaben in Prozent. Und zwar, wer Leser einer Zeitung ist. Und auch da sehen Sie, gibt es eine Differenzierung nach dem Alter. 50-Jährige und Ältere nutzen wesentlich öfters eine Zeitung, als das für Jüngere gilt. Nichtsdestotrotz sprechen wir in diesem Bereich nicht unbedingt so von sowas wie einem Zeitungsgap oder sowas wie einem Analoggap, was wahrscheinlich auch nicht wirklich viel Sinn machen würde. Das vielleicht an diesem Ort am meisten Kontroverse, was jetzt vielleicht in gewisser Weise auch schon eine Wertung hineinbringt. Es ist immer eine Frage, wie man solche Daten interpretiert und welche soziologischen Theorien man dabei voraussetzt. Man kann natürlich soziologische Theorien voraussetzen, die irgendwie von strukturellen Bedingungen ausgehen und sagen, da geht was schief. Aber man kann genauso auch sagen, dass die Frage der Nutzung eines Mediums, wie überhaupt über unser Verhalten, darauf basiert, dass Menschen etwas tun, weil sie sich daraus einen persönlichen, einen subjektiven, individuellen Nutzen von versprechen. Sie werden also ihre verfügbaren Ressourcen nur darin investieren, und das können unterschiedlichste Ressourcen sein, wie Zeit, wie Geld, wie Wissen, sie werden ihre Ressourcen nur darin investieren, was aus ihrer persönlichen Perspektive einen Nutzen erzeugt. Das heißt, dass die Tatsache, dass es einen ganzen Haufen Menschen gibt, die das Internet nicht nutzen, per se noch keinen Schluss darauf zulässt, dass hier ein sozialpolitisches Problem
problemvoll, sondern es kann schlicht und ergreifend auch ein Indikator dafür sein, dass hier die Nutzenkalkulation im Falle des Internets negativ ausgefallen ist. Na, da springe ich ganz kurz nach. Lass mich das. Das könnte man natürlich zum Beispiel gerade in Bezug auf die Frage, warum sind ältere Menschen im Internet nicht so stark vertreten, gut anwenden. Das Internet hat für ältere Menschen wahrscheinlich gar keinen besonders großen Nutzwert. Erstens mal, sie sind nicht mehr in ihr Arbeitsleben integriert, das fällt als Motivation weg. Zweitens mal, wie wir gesehen haben, gerade ältere Menschen informieren sich offensichtlich sehr stark über Zeitungen. Drittens mal, Fernsehen ist allgemein verbreitet, es ist relativ ein eingeführtes Medium, es hat auch eine sehr hohe Durchdringung und das zu ersetzen ist für viele Leute nicht wirklich interessant, für ältere Menschen insbesondere, denke ich mal. Und zweitens mal, das kann man auch durch Befragungen rauskriegen, was auch oft gemacht wurde schon, geben diejenigen, die im Internet nicht vertreten sind, die es also nicht nutzen oder nur selten nutzen, oft auch an, dass sie dort nicht die Informationen finden, die sie haben möchten. Entscheidend aber, und das fand ich schon ein bisschen interessant, ein bisschen irritierend, dass ich muss das wirklich so deutlich sagen, dass hier was aus der Mottenkiste der 60er, 70er, ja, 80er Jahre vielleicht auch noch geholt wird, nämlich dass Technologie emanzipatorisch wird. Das ist wirklich aus der Mottenkiste der Geschichte. Manchmal, Helmut Kohl sprach von der Gnade der späten Geburt, ich möchte fast von der Gnade der etwas früheren Geburt sprechen. Wer die Diskussion aus den 60er und 70er, obwohl ich die nicht aktiv erlebt habe, wer die Diskussion um das emanzipatorische Potenzial des Fernsehens in den 60er und 70er Jahren verfolgt hat, weiß, wovon ich rede. Damals richtete man an dieses Medium haargenau dieselben Erwartungen wie heute an das Internet. Man wollte es auf zwei Wege oder rückkanalfähig machen und hatte sich erhofft mit Bürgerfernsehen und solchen Projekten, dass dieses Medium tatsächlich dann zur politischen Partizipation beitragen würde, zu Bildungsprozessen beitragen würde und im Prinzip jedes noch so kleine gesellschaftliche Projekt helfen würde zu lösen. Das ist einfach schon damals enttäuscht worden. Und wenn man zum Beispiel in das Buch von Mark Marshall, Technology and Social Inclusion, reinschaut, Kurzversion dieses Buches finden sich als Aufsätze im Netz, dann zeigt er sehr deutlich, dass die Hoffnung, dass man einfach nur Technik den Leuten geben muss, Zugang ihnen bieten muss, damit sie dann diese auch nutzen zu beispielsweise demokratischen Partizipationsprojekten, völlig verfehlt ist. Das zeigt er zwar im Wesentlichen an Projekten in der dritten Welt, aber die sind im Grunde genommen eins zu eins auch auf Deutschland zu übertragen, beziehungsweise überhaupt auf eigentlich alle Länder zu übertragen. Und der heute ja auch schon genannte Evgeny Morozov scheint mir relativ überzeugend dargestellt zu haben, dass die bloße Existenz des Internets und die Verfügbarkeit noch lange nicht dazu beiträgt, dass Gesellschaften sich demokratisieren. Es würde, glaube ich, auch die Bereitschaft der Menschen, beispielsweise in Libyen, Syrien oder sonst wo, sich erschießen zu lassen für ihre Freiheit, glaube ich, auch ein bisschen trivialisieren, wenn es nur darauf ankäme, dass sie Twitter haben. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Und noch eine letzte Bemerkung. Wozu wird es eigentlich genutzt? Weil das nämlich nochmal auf eine andere Form der digitalen Spaltung hinweist. Wenn man das ist auch Ergebnis dieser Online-Studie, allerdings mit einem bisschen anderen Fokus, kann man in der Fachzeitschrift Mediaperspektiven nachlesen, frei zugänglich im Netz. Das sind die Nutzungsgewohnheiten des Web 2.0. Und ich muss sagen, da sehe ich nicht wahnsinnig viel von politischer Partizipation. Und wenn man sich die entsprechenden Aufsätze dann auch genauer anguckt, muss man sagen, dass selbst in diesen Formen, in diesen Web 2.0 Angeboten die Bereitschaft zur aktiven Teilnahme praktisch erstens stagniert und relativ niedrig ist. Also die meisten nutzen das Internet tatsächlich wie das Fernsehen oder wie ein Massenmedium, nämlich passiv rezeptiv. Und vielleicht diese zwei Zitate noch darauf hinweisen, die deuten eben aufgrund von entsprechenden Untersuchungen darauf hin, dass die Hoffnung, dass die Schließung der digitalen Spaltung, wenn man überhaupt von ihr sprechen möchte,
dass die Schließung der digitalen Spaltung zu so etwas wie besserer Informiertheit oder auch stärkerer politischen Partizipation beitragen würde, verfehlt ist oder zumindest in Frage gestellt werden muss. Denn tatsächlich ist ein Effekt, den man praktisch in den meisten Publikationen nachlesen kann, der, dass die Leute im Internet nur das angucken, was keine kognitive Dissonanz erzeugt, sprich nicht ihren schon vorgefassten Meinungen widerspricht. Das ist ein relativ gut bestätigter Befund. Und man kann dann natürlich argumentieren, dass das durchaus nicht dazu beiträgt, sozusagen eben Kompromisse in einer Gesellschaft, in einer demokratisch regierten Gesellschaft zu finden, weil eben Leute nur das wahrnehmen, was ihre eigene Meinung bestätigt. Spricht natürlich dem Muster bei allen Medien. Richtig, danke für den Hinweis. Haben Sie natürlich völlig recht. Nur als kleines Aperçu, in den USA gibt es eine, Sie können die natürlich auch benutzen, es gibt die Suchmaschine blekko.com, B-L-E-K-K-O, die es ermöglicht, dadurch, dass Sie mit einem Schrägstrich hinter Ihrem Suchbegriff zum Beispiel hinschreiben, conservative, im amerikanischen Sinne gemeint, dann finden Sie nur Suchergebnisse, die der konservativen Meinung in den USA entsprechen. Das ist das Problem, das hier auch mehrfach schon angesprochen worden ist, dass Zugang noch lange nicht heißt, dass die Menschen miteinander sprechen, sondern dass es eher den Trend gibt zu einer Fragmentierung von Öffentlichkeit, zur Bildung von Teilöffentlichkeiten, vielleicht auch Gegenöffentlichkeiten, die auch oftmals eben keinerlei Bezug mehr zueinander haben und auch nicht mehr richtig viel miteinander sprechen. Und jetzt mal ein ganz klein wenig Eigenwerbung. Das können Sie dann ausführlicher in dem Text lesen. Der ist leider aber nicht frei zugänglich. Die Zeitschrift macht das nicht. Wenn Sie mich aber anschreiben, kann ich Ihnen gerne PDF-Datei schicken. So, das vielleicht als ganz kurze Einführung. Forderungen könnte man jetzt natürlich stellen, weil meine Co-Referentin das ja gleich tun wird. Ich enthalte mich dessen aus prinzipiellen Überlegungen. Ich denke mal, ich könnte Forderungen als normaler Bürger stellen, als politisch interessierter Bürger. Als Wissenschaftler sollte ich das nicht machen, beziehungsweise wenn ich das tun würde, dann müsste ich all die Werturteile, die da einfließen, auch sehr explizit machen und zum Beispiel meine Gerechtigkeitsvorstellung hier kundtun und dartun, die definitiv anders sind als die der Linken. Um das auch gleich hinzuzufügen. Also ich glaube nicht, dass sich aus empirischen Befunden grundsätzlich bereits Forderungen ableiten lassen. Diese Forderungen sind, weil sie Sollensätze sind, normative Sätze sind, immer abhängig von Werturteilen. Und ich glaube, deren sollte ich mich hier eher enthalten. Vielen Dank. Dankeschön. Genau, man kann auch klatschen. Genau. Ich würde jetzt kurz die eine Nachfrage machen und dann ja. Frau Nur Engel. Ganz kurz die Anmerkung, dass diese ARD-ZDF-Online-Studie sehr umstritten ist. Zum Beispiel finde ich es absolut absurd, oben zu schreiben, soziale Netzwerke und unten Twitter aufzuführen. Ja. Ja, what? Und dann die andere Sache, was ist Blog? Ne, da wird immer gefragt, Blogs, und dann war auch, glaube ich, die Überschrift damals in den Medien, Blogs praktisch ohne Bedeutung. Irgendwie nur 1% der Deutschen lesen Blogs. Super häufig auch einen Blog übrigens zu lesen. Und da ist mir die Frage sozusagen, was ist ein Blog? Also Netzpolitik zum Beispiel, um nur eins von vielen zu nennen, ist das ein Blog? Ja, also viele Leute, die ich kenne, sagen, ach, das ist ein Blog? Ja, das wusste ich, das ist ein Magazin. Oder wann ist ein Zeitungsblog? Ist es noch ein Blog? Oder ist es ein Angebot in der Zeitung? Ja. Und viele Leute nutzen Blogs, ohne zu wissen, dass es Blogs sind. Und auch die Frage natürlich Nutzung. Heißt das, dass ich Konsument bin oder Produzent bin? Und also all diese Fragen sind sehr kompliziert und deswegen halte ich diese Studie für höchst weiter. Danke für den Hinweis. Aber nichtsdestotrotz. Danke für den Hinweis. Man könnte, wenn es nur diese eine Studie gäbe, könnte man natürlich mit einer gewissen Plausibilität fragen, ist das wirklich belastbar? Es zeigt sich aber, dass es eben nicht nur diese Studie gibt, sondern dass sich diese Entwicklung, dass sich das definitiv von den öffentlich-rechtlichen unabhängigen Institutionen und durchgeführten Studien ebenso zeigt. Zum Beispiel wurde an der Uni Leipzig, wenn ich das noch richtig weiß, eine sehr, sehr ausführliche Studie durchgeführt, die sich nicht nur mit Web 2.0 Angeboten beschäftigt hat, sondern auch mit zum Beispiel mit der Frage nach Online-Spielen und solchen Dingen, die also
Grunde genommen das ganze Spektrum der Nutzung des Internets zu, was auch immer, untersucht hat. Und da halten sich diese Ergebnisse durch. Insofern kann man zwar sagen, gut, diese ADZDF-Studie hat einen gewissen Eigennutzen dahinter. Das zieht aber die grundsätzlichen Aussagen, glaube ich, nicht wirklich in Frage. Okay, ich würde jetzt vorschlagen, dass Frau Englert einfach mal noch was zu Ihren Thesen sagt und ich dann versuche zumindest. Kann ich das ausmachen? Ja, glaube ich. Und ich dann versuche kurz ein bisschen in die Debatte einzumoderieren und dann, glaube ich, können wir das aber ins Publikum öffnen und dann gemeinsam diskutieren. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Genau, also ich dachte, in der Absprache vorher dachte ich, es soll kein Input-Zentrum geben, deswegen habe ich jetzt keine PowerPoint, um euch zu bespaßen. Ich weiß auch, ich habe jetzt sowieso schon, an diesem kleinen Moment, ich frage einmal, haben sowieso schon alle die Thesen gelesen und gerade noch abrufbar im Kopf. Ich will ja auch nicht mehr mit Redundanzen sozusagen jetzt. Was für Thesen? Was für Thesen? Sehr gut, was für Thesen? Wo kann ich alles? Vielleicht eine ganz spannende Ergänzung sozusagen, weil es eine. Ergebnisse sind sozusagen von einem qualitativen Forschungsprojekt, also wo wir tatsächlich mit, also zwölf Beispielen Interviews geführt haben mit Erwerbslosen. Und das ist, kann ich ja vielleicht auch nochmal aufklären, dass man von einer DFG gefördertes Forschungsprojekt an der Technischen Uni in Hamburg-Harburg, und da war das nicht über 2 Jahre, und da war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin bis Ende Februar. Also es ist völlig richtig, jetzt bin ich schon wieder in einem anderen Projekt, also dann hätten wir das auch nochmal aufgeklärt. Genau, Arbeitslosengeld 2 bzw. wir brauchen keine internetfähigen Computer, weil sie Fernseher haben. Das klang ja heute früh schon mal kurz an. Diese Ansätze sind tatsächlich deutsche Sozialgerichte und forcieren damit eine digitale Spaltung per Gesetz. Also da heißt es zum Beispiel im Gerichtsurteil, dass ein Internetanschluss nicht für ein an den herrschenden Lebensgewohnheiten orientiertes Leben benötigt werde und auch nicht für die Versorgung von Informationen notwendig ist. Auch wurde zum Beispiel jemand, der einfach nur ein Darlehen von der AGA haben wollte, ein Erwerbsloser, damit er sich einen Computer anschaffen kann, nicht mal dieses Darlehen wurde ihm gewährt. Das hat das Landessozialgericht Bayern, war der Meinung, das könnte er doch aus seinen Gegenleistungen sich ansparen. Na, da gab es ja eine große Chance sozusagen auf Veränderung, weil es ja dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts gab im Februar 2010, also letztes Jahr. Die ist aber von politischer Seite vergeben worden. Dabei hatte das Bundesverfassungsgericht ja die Arbeitslosengeld-II-Regelsätze als verfassungswidrig eingestuft und auch eine Neuberechnung der Regelsätze gefordert. Und das Bundesverfassungsgericht hatte den Gesetzgeber dazu aufgefordert, Zitat, die soziale Wirklichkeit zeit- und realitätsgerecht im Hinblick auf die Gewährleistung des menschenwürdigen Existenzminimums zu erfassen, die sich etwa in einer technisierten Informationsgesellschaft anders als früher darstellt. Aber auch nach der Neuberechnung der Arbeitslosengeld-II-Regelsätze sieht das Gesetz weiterhin auch ja nur rein rechnerisch sozusagen 6 Euro im Monat vor für Internet- und Online-Dienste sowie für Datenverarbeitungsgeräte und Software vor. Diese geringe Summe erstaunt insofern nicht, weil ja die als Berechnungsgrundlage der neuen Regelsätze das Verbrauchs- und Konsumverhalten des untersten Einkommensdrittels herangezogen wird, also genau die Haushalte als Referenzgruppe, die seit Jahren von einer digitalen Spaltung betroffen sind, das, was ne, diese, also ne, unter 1000 Euro Haushaltseinkommen. Genau, und wir haben dann diese Studie durchgeführt, also was bedeutet eigentlich das Internet für die gesellschaftliche Teilhabe von Erwerbslosen? Und da hat sich doch zentrales Ergebnis war auf jeden Fall, dass das Internet durchaus als Medium der Kompensation sozialer Ungleichheit fungieren kann. Also muss man sich auch nochmal kurz vorstellen, wie der Alltag von Menschen Arbeitslosengeld-II-Bezug ist ja von prekären Lebensverhältnissen stark geprägt. Also der Verlust von Erwerbsarbeit bedeutet ja den Verlust einer zentralen Dimension gesellschaftlicher Teilhabe, dass sich aber zusätzlich halt auch noch auf weitere Teilhabeformen wie soziale Nahbeziehungen, Bildung, Rechte und Kultur auswirkt. Also das Leben ist auf jeden Fall gekennzeichnet zum Beispiel von sehr geringen finanziellen Mitteln. Also es zum Beispiel reicht das Geld 7-mal häufiger als in der übrigen Bevölkerung nicht für Grundversorgung wie eine warme Mahlzeit, ausreichende Winterkleidung oder eine Waschmaschine. Und hinzu kommt halt noch eine sehr große Rechtsunsicherheit aufgrund von häufig fehlerhaften oder verspäteten
Bescheiden der AGE auch aufgrund von Sanktionen. Das heißt, wenn dieses das dann gerichtlich geklärt ist, leben die Menschen nochmal einer anderen Existenzangst und leben eventuell auch noch mit weniger Geld als nur von den Regelsätzen sozusagen. Genau, und gerade das hat sich gezeigt, dass gerade bezüglich dieser eingeschränkten Teilhabemöglichkeiten, vielleicht einerseits mit Erwerbslosigkeit, aber auch mit der mit den geringen finanziellen Mitteln einhergehen, das Internet große Potenziale bietet, genau das zu kompensieren. Und zum Beispiel es erscheint das Internet als Kompensationsmedium im Bereich Kultur und Bildung, als Medium für Zeitvertreib und Freizeitgestaltung, als Medium für Empowerment im Bereich Rechte, auch als eine alternative Einkommens- und Zuverdienstquelle, als Mittel der Tagesstrukturierung, als ein sozialer Ort und eine Heimat und auch als Raum für Solidarität oder auch als Arbeitsmittel für politisches Engagement. Und was sich auch gezeigt hat, ist, dass sozusagen die Teilhabepotenziale, die das Internet bietet, umso wichtiger werden, je häufiger die Personen sozusagen von möglichen Ausgrenzungen betroffen sind. Also wenn ich zum Beispiel nicht nur wertlos bin, sondern auch noch in einer strukturschwachen ländlichen Region, zum Beispiel in Ostdeutschland lebe, in einer Kleinstadt, dann sind die Potenziale, die das Internet mir bietet, überhaupt noch Teilhabe zu Teilhabe zu realisieren, genau, noch größer sozusagen. Oder wenn ich zum Beispiel irgendwie mobil eingeschränkt bin aufgrund von körperlicher Behinderung oder meine Zeit und Ressourcen sehr eingeschränkt sind, weil ich irgendwie alleinerziehend bin oder so, dann wächst sozusagen die wachsenden Teilhabepotenziale. Genau, das klingt jetzt erstmal alles soweit dann schön, aber das Internet wird auch zu einem Medium der Produktion sozialer Ungleichheit, weil das Internet sozusagen nicht mehr nur eine Unterstützung und Hilfe bei der Realisierung von gesellschaftlicher Teilhabe ist, sondern zunehmend immer mehr auch zu einer Voraussetzung wird, überhaupt noch gesellschaftlich teilhaben zu können. Also sind zum Beispiel viele Informationen außerhalb des Internets tatsächlich schwer zugänglich und in immer mehr Bereichen wird ja auch von Kundinnen und Kunden eine Mitarbeit per Internet sozusagen verlangt. Da ist dann die AGE mit der Telefonauskunft, das hat uns ein Interviewpartner erzählt, lesen Sie das auch selber nach, das steht auch im Internet dann auch keine Ausnahme mehr oder auch bei den Nachrichten, ne? Weitere Informationen auf tagesschau.de. Ja, vielen Dank. Würde ich mir angucken, wenn ich könnte. Genau, und je mehr aber solche Mitarbeiter tatsächlich ins Internet verlagert wird, desto schwieriger wird es natürlich, ohne dieses Medium dann irgendwann noch auszukommen. Das bedeutet natürlich dann, dass ein nicht vorhandener oder ein eingeschränkter Internetzugang an sich zu einem Faktor sozialer Ungleichheit wird und dann auch nochmal eine weitere Dimension sozusagen der Ausgrenzung und sozialen Verwundbarkeit von Erwerbslosen darstellt, weil ja der fehl- oder eingeschränkte Internetzugang eine Exklusion von zentralen Lebenschancen produziert. Genau, und dann, damit könnte man sagen, dass Erwerbslose dann sozusagen sogar von einer doppelten Ausgrenzung bedroht sind, also einerseits von einer Ausgrenzung aus der Erwerbsarbeitsgesellschaft und auch noch von einer Ausgrenzung aus der digitalen Informations- und Kommunikationsgesellschaft. Genau, da haben wir aus dem Projekt heraus haben wir überlegt, was man sozusagen sinnvollerweise politisch fordern sollte. Genau, also dass das diese digitale Spaltung per Gesetz sozusagen, das kann so nicht bleiben. Und gefordert werden muss erstens dann die Anerkennung des Internets als Grundbedarf. Also lediglich die Nutzung eines Telefons heutzutage noch als Grundbedarf zu werten und bei der Berechnung der Regelleistungen zu berücksichtigen, reicht einfach nicht aus. Zweitens müssen genauso wie Fernseher sozusagen auch internetfähige Computer als nicht pfändbar gelten. Und es bedarf auch der Gewährleistung natürlich der notwendigen Technikausstattung, sodass Erwerbslose halt das Internet auf Orts- und Zeitsouverän nutzen können. Das könnte man durch eine angemessene Erhöhung der Regelsätze umsetzen oder auch dahin sozusagen dafür plädieren, dass zumindest individuelle Bedarfsleistungen eingeführt werden, die Erwerbslose dann bei der AGE sozusagen beantragen können, um sich einen Rechner anzuschaffen. Und es bedarf viertens zielgruppenspezifischer Computerkurse für wenig- oder Nichtnutzende, die einerseits eine Medienkompetenz vermitteln, aber auch sozusagen den Nutzen, den das Internet für sie haben könnte im Alltag. Genau, und da das Gesicht gezeigt hat, dass das Internet gerade im Bereich Kultur und Freizeit, also kostenlosen Angeboten, seien es jetzt Bücher, Filme, teilweise illegalisiert irgendwie, aber dass das da eine große Rolle spielt für Erwerbslose, könnte man als fünftens überlegen, sowas wie eine Art Spezialticket für Internetangebote einzuführen, dass die sich halt nicht durch die Nutzung dieser Angebote
individuell eine Sprachwahl machen müssen, die erwertet wird. Genau, so viel vielleicht erstmal von mir und, also eigentlich ja uns sozusagen, ich habe es ja nicht allein gemacht, meine Kollegen sind wohl nicht da. Dann sage ich erstmal Dankeschön. Gibt es noch eine Nachfrage oder noch? Ist gerne. Sind da Zahlen genannt, von wem das so irgendwie der Regelsatz 6 Euro beträgt für die Nutzung eines Internetanschlusses oder Computers? Mhm. Gibt es da nicht vergleichbare Zahlen, was die AGE da als Fernsehnutzung zugrunde legt oder für die Fernsehnutzung? Das wird ja, die Rundfunk- und Fernsehgebühren werden ja komplett übernommen. Also, das ist ja gesetzlich verbürgt sozusagen, und da müsste man halt sozusagen, würde ich halt sagen heutzutage, genau diese Logik nämlich fortsetzen und dann sagen, okay, ein Internetanschluss muss halt auch bezahlt werden. Also das wird Rundfunk- und Fernsehgebühren, das zählt ja als Grundversorgung mit Informationen, das ist sozusagen ein Recht, das jeder Mensch in Deutschland hat, und das wird auch bezahlt, komplett. Kann man sich befreien lassen dann irgendwie von den GZ-Gebühren oder so? Da war noch eine Nachfrage, dann bevor ich in die Diskussion versuche einzuführen. Da war noch eine Nachfrage? Nee? Okay. Gut, ich hatte ja eigentlich gedacht, dass alles ein bisschen kontroverser ist. Ich finde das nämlich jetzt gar nicht so kontrovers, aber wir kommen jetzt zur Kontroverse. Ja. Weil mir ist jetzt sozusagen bei beiden Vorträgen aufgefallen, dass sie beide sich von zwei verschiedenen Seiten genähert haben. Nämlich auf der einen Seite, sie haben die Zahlen gehabt, sozusagen jetzt mal Alte und Ost-West. Und Sie haben nochmal das vor dem Hintergrund, ich sag mal, der sozialen Spaltung oder sozialen Unterschiedlichkeit gemacht. Mir ist in diesem Online-Atlas nochmal aufgefallen, dass die Internetnutzung bei Haushaltseinkommen unter 1000 Euro bei 53-54% lag. Und dazu kommt noch, dass bei der Frage von den Nutzungsplaner genannt, in dem Bereich der Haushaltseinkommen unter 1000 Euro die Zuwächse auch geringer waren als durchschnittlich in den anderen Einkommen. Ja, also das Problem ist, das sind ja bereits aggregierte Daten. Das durchführende Marktforschungsunternehmen gibt ja nicht den Datensatz raus. Wenn man den neu durchrechnen würde, dann würden zum Beispiel bei denjenigen, die unter 1000 Euro Einkommen haben, sehr viele Studierende fallen, die aber fast alle online sind. Also auch keinen Grund haben, noch Nutzungsplanung zu machen. Das heißt, wir können leider aufgrund dessen, was in dem Online-Atlas in aggregierter Form preisgegeben wird, sehr schlecht andere Schlüsse ziehen, als die schon dort sozusagen präjudiziert sind in den Grafiken und Tabellen. Das war jetzt eine Nachfrage, aber ich will jetzt noch ein bisschen so vielleicht die Kontroverse reinbringen. Sie haben in Ihrem Vortrag sehr, sehr stark auf das, sag mal, demokratische Potenzial abgestellt oder nicht vorhandene demokratische Potenzial, während Sie eher auf, ich sag mal, die Teilhabe abgestellt haben. Also, was macht man denn? Ich würde anfangen noch bei der Frage Online-Banking. Also natürlich überweise ich lieber online, als dass ich dreimal zur Bank latsche. Die Frage von guten Planern, die Frage von jedenfalls Bücherbestellung. Jetzt wäre meine sozusagen kontroverse Frage. Wir haben gesagt, die digitale Spaltung ist nicht notwendig, eine soziale. Und Sie haben jetzt sozusagen durchaus den Ansatz vertreten, es gibt sozusagen auch eine soziale Spaltung, die sich fortschreibt. Meine Frage ist jetzt zugespitzt, kann es sein, dass sich die digitale Spaltung auf der einen Seite sozusagen demografisch erledigt, wenn ich jetzt mal Ihren Vortrag nehme, und auf der anderen Seite aber trotzdem eine digitale Spaltung bleiben würde, vor dem Hintergrund der von Frau Englert beschriebenen sozialen Hintergründe. Also vielleicht mal sozusagen beide, einmal sozusagen zur demografischen Geschichte und Sie vielleicht nochmal zur sozialen Geschichte. Weiß nicht, ich glaube, vielleicht reichen da tatsächlich nicht die Datensätze aus. Man kann das ja so rekonstruieren dann auch sozusagen, also auch mit den anderen zusammen sozusagen. Ne? Irgendwie sind halt irgendwie arme Personen, alte Personen, mehr Frauen, die nicht nutzen. Dann sind es halt, ne, Altersarmut ist ein Frauenproblem. Das sind alte Jahrgänge, wo sozusagen Volks- und Hauptschulabschlüsse ja auch noch viel weiter verbreitet waren. Also das kann man sich ja schon irgendwie so hinkonstruieren. Gut, das ist ja eine Aussage, die der Non-Liner-Atlas nicht, da ist auch egal. Ich glaube, das ist ja tatsächlich sozusagen eine gesetzlich verordnete
digitale Spaltung und die wird sich ja von alleine nicht auflösen. Also klar gibt es auch Fälle, wo dann sozusagen die digitale Spaltung oder die Bearbeitung dieses Problems sozusagen in den privaten Hilfe, indem dann irgendwie Freunde und Verwandte irgendwie den Internetanschluss halt für einen erwerbslosen Freund bezahlen oder irgendwie es dann irgendwann noch mehr Computertafeln gibt, irgendwie wo die Leute sich. Aber das ist ein cool, aber das ist dann eine Frage, wie man da an der Verantwortung sieht dann letztendlich. Ne? Ich würde halt sagen, es kann nicht sein, dass das sozusagen individualisiertes Problem wird. Ich glaube, ein anderes Problem ist ja, also man kann ja sozusagen diese digitale Spaltung, das hatten Sie ja auch schon angesprochen, das hat ja sozusagen auch noch eine zweite Ebene. Also der Non-Line-Atlas guckt ja sozusagen sich das auf einer quantitativen Ebene an, sozusagen. Da geht es ja tatsächlich nur um den Technikzugang. Die Daten sind natürlich auch schwierig sozusagen. Also wenn ich jetzt eine Familie mit 5 Personen habe zum Beispiel, es gibt einen Internetanschluss und einen Rechner, die Person wird gefragt und sagt, ja, ich habe einen Internetzugang, kann aber vielleicht nur, weil es so viele Leute sind oder warum auch immer, irgendwie eine Stunde am Tag in diesem Rechner nutzen und würde ihn lieber anders nutzen wollen. Dafür ist ja die Befragung auch gar nicht differenziert genug. Also ich glaube, da müsste man tatsächlich nochmal eine differenziertere Befragung durchführen und die Person dann noch einmal fragen, sozusagen, was genau sie eigentlich für einen Zugang haben und inwiefern das auch ihr Nutzungsverhalten beeinflusst. Und es gibt ja, und dann müssen wir halt irgendwie nochmal überlegen, gibt es ja auch sozusagen eine qualitative, qualitative Spaltung sozusagen. Wer nutzt eigentlich wie das Internet? Und dann ist halt einmal auch die Frage, okay, was haben die Leute für Interessen? Aber ja auch, was gibt es eigentlich für Angebote? Also ne, wenn zum Beispiel, also das könnte man sich auch vorstellen bei älteren Menschen, dass das Internet sozusagen, das, was die, wofür sie sich interessieren, dass es diese Angebote nicht gibt. Und dann ist ja das Internet als Struktur sozusagen ein Problem. Und also dann kann man das halt auch nicht so individualisieren. Also da muss man sich halt auch fragen, okay, wer ist eigentlich im Internet wie repräsentiert, woran liegt das? Dass die, also ne, wenn das so, also das reproduziert sich ja noch immer. Also wenn möglichst, also wenn viele jüngere Leute im Internet sind, oder irgendwie nur Berufstätige. Man findet zum Beispiel auch Erwerbslose, wir haben uns das Internet sozusagen die Angebotsseite angeguckt, man findet speziell für Erwerbslose wenig Angebote im Internet. Und wenn, halt klar Jobbörsen, logisch, die sollen ja auch alle wieder arbeiten gehen. Und zum Teil noch so Rechtsgeschichten, also das sind besonders dann, was weiß ich, Tacheles oder so bestimmte Foren, wo die sich gegenseitig unterstützen. Aber ansonsten findet man da speziell für Erwerbslose nichts. Es gibt ja zum Beispiel in Spanien, weil es ja die Arbeitslosenquote da sehr hoch ist, gibt es da jetzt quasi Facebook für Erwerbslose. Parabook heißt das. Also sowas könnte man ja auch denken sozusagen. Also man könnte auch das, also die Fragen muss man glaube ich auch nochmal stellen an der Stelle. Ja, ob ich das jetzt alles zusammenkriege, war ich zu bezweifeln. Die grundsätzliche Frage, und jetzt verlasse ich einfach mal den wissenschaftlichen Bereich, weil es jetzt tatsächlich um Werturteile geht. Jetzt geht es darum, wem wollen wir was, in welcher Form, in welcher Menge zugestehen. Und nebenbei gesagt, wer bezahlt es. Aber das ist, eine, glaube ich, eine Thematik, die wir hier nicht lösen können. Deswegen würde ich das mal nicht adressieren. Und warum wollen wir das diesen Leuten zugestehen? Denn das ist ja der Punkt, den Sie machen. Nur der Zugang zum Internet, oder das wäre unfair, der Zugang zum Internet, nicht das nur lasse ich schreiben aus dem Protokoll, der Zugang zum Internet ist, naja, da werde ich dann doch ein bisschen unfair, weil Sie es letztendlich so sagen, ist Garant für Teilhabe. Das ist Unfug, um es sehr deutlich. Habe ich auch nicht gesagt, das ist natürlich eine Voraussetzung. Auch das ist Humbug. Teilhabe ist meines Wissens noch immer etwas Soziales und nicht Technisches. Aber das ist ja sozusagen, wir leben ja in einer Gesellschaft sozusagen, wo das soziale Technisch vermittelt ist. Also diese Dichotomie auch zu machen zwischen Offline- und Online-Welt sozusagen, das ist ja, glaube ich, macht ja. Ja, gut, aber wenn Teilhabe möglich ist, ohne dass man technische Möglichkeiten nutzt, dann ist es schon ein erheblicher Sprung zu sagen, und trotzdem müssen wir es zur Verfügung stellen. Denn es ist keine notwendige Bedingung für Teilhabe. Wenn das so wäre, wenn wir, sag ich mal, alle wie in Finnland 100 Kilometer voneinander entfernt wohnen würden und soziale Kontakte, also nicht lange Wege unternehmen will, auf dem ländlichen Raum tatsächlich fast nur noch
technisch vermittelt funktionieren und nicht face-to-face. Da könnte man aus dieser Situation heraus sicherlich mit einigen guten Gründen argumentieren, dann ist es womöglich auch eine gesellschaftliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das die Menschen können, wenn sie es selbst nicht können. Aber in einer Situation, wo das gar nicht gegeben ist, halte ich das für eine schwer zu rechtfertigende Forderung, weil damit ja, und ich lasse ausdrücklich die Frage der Finanzierung beiseite, aber grundsätzlich erstmal Ressourcen gebunden werden müssen, die an anderer Stelle fehlen. Denn dass es eine Ressourcenknappheit gibt, Sie wissen das wahrscheinlich besser als ich als Vertreterin in einem Parlament, wenn es um Haushaltsdebatten geht, dass es diese gibt, ist offensichtlich. Und ich denke, in einer Gesellschaft, da sind wir bei der Diskussion, die wir vorhin geführt haben, in einer Gesellschaft, in der Ressourcenknappheit besteht, also in jeder realen Gesellschaft, und nicht in irgendeiner Utopie, muss sich eine Gesellschaft darüber verständigen, wofür sie diese Ressourcen verbrauchen möchte. Und es ist tatsächlich so, wie es auch in dem vorherigen Panel in diesem Raum gesagt worden ist, im Moment gibt es eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die es schafft, also dadurch, dass sie dieses Medium sehr gut nutzen können, offensichtlich ein hohes Potenzial zur Mobilisierung untereinander besitzt, ihre Agenten, Themen, vor allem hinsichtlich auch von Fragen der Mittelzuweisung, der Mittelverteilung, der Mittelallokation, der Fragen der Gestaltung von Rechten in die politische Debatte zu bringen. Und manchmal kann man den Eindruck haben, dass es wirklich wichtiger ist, eben eine Breitbandverbindung zu haben im Vergleich zu einem Thema, das ich noch kenne, weil es mich betroffen hat, Lehrmittelfreiheit oder sowas. Also da verschiebt sich etwas, weil mit dem Internet alleine wird niemand glücklich. Schauen Sie nochmal die Thematik, die auch schon mal angesprochen wurde. Internet und Schule wurde hier an anderer Stelle auch schon mal, glaube ich, in einer der Keynotes angesprochen. Wenn Sie mit Lehrern sprechen, dann wissen die gar nicht mehr, wo sie das ins Curriculum reinpacken sollen. Vielleicht wäre es außerdem klüger, den Kindern erstmal was über Statistik beizubringen, dann können sie Risiken besser abschätzen, dann können sie auch manches im Leben besser schaffen. Oder es wäre mal wichtig, die Internetnutzung ins Curriculum wirklich einzubauen, dass man zum Beispiel darauf hinweist, dass es eben Literatur nicht nur in Form von Büchern gibt, sondern dass das Internet die Literaturproduktion massiv verändert hat. Und passiert alles nichts, wo, wann auch. Weil schlicht und ergreifend für Bildungsprozesse allgemein Geld fehlt. Und da denke ich jetzt einfach nur, Technik hinzustellen und sagen, jetzt nehmt es. Da brauche ich dann nur einen Blick in Markt Warschau werfen, zu sehen, das funktioniert so. Das heißt, da muss ich schon etwas rechnen. Da muss man etwas, glaube ich, ein bisschen genauer nachdenken und nicht einfach nur sagen, wir müssen Ressourcen zur Verfügung stellen und die Welt ist gut. Das ist es, so ist es halt. Ich würde gerne, bevor der junge Mann und der junge Mann rankommt, und dann sagen, wir können auch eine portierte Redeliste machen, dann kommen wir ganz schnell dran rein. Mir würde es jetzt unglaublich viel Spaß machen, an dem Begriff weiter zu debattieren. Das ist jetzt keine Vorgabe, was heißt eigentlich Teilhabe? Ja. Weil da nur sozusagen zur Anmerkung hätte ich eine leicht andere Einschätzung, mich vielleicht wenig überraschend, ob das Internet zur Teilhabe gehört. Also das fände ich sozusagen jetzt den spannenden Punkt sozusagen Teilhabe. Aber wie gesagt, das war jetzt nur eine Anmerkung von mir, mal kurz rausgucken. Zuerst der junge Mann dort oben, dann der junge Mann, dann der junge Mann und dann Sie. Fällt mir jetzt schwer, nicht emotional zu sein, aber ich versuche es mal sachlich. Natürlich sind die Leute, die das Internet nutzen, in den sozusagen etwas schwierigeren Schichten oder in der vielleicht sogar in der Masse nicht politische Nutzer. Sozusagen, das war ja einer der Kernaussagen, die sie versucht haben, statistisch zu belegen. Daraus den Umkehrschluss aber zu ziehen, dass sozusagen das Internet nicht als Basisvoraussetzung ist für politische Teilhabe, finde ich ganz schön gewagt. Und zwar einfach daraus, dass sozusagen, natürlich kann jemand, der keinen Zugang hat, aber auch eventuell diese Potenziale nicht nutzt, um es mal anders zu formulieren,
nur weil die meisten Menschen auch, ich habe mal sozusagen Schmerzen, wenn ich das Wort benutze, aber ich benutze jetzt einfach mal Unterschichten, gucken RTL und RTL 2. Nichtsdestotrotz sagen wir, es ist aber demokratisch notwendig, auch, dass auch diese Leute sozusagen Fernsehen haben. Und wir erachten sozusagen zurzeit das Fernsehen als eine wichtige Institution mit Verfassungsrang, wo wir sagen, diese Institution muss gesichert werden, nur dann haben sie eine demokratische Teilhabe. Und das gesamte Medium Internet, was ja das E-Fernsehen inkluiert inzwischen, also das komplette Fernsehen kann ich über das Internet bekommen, das ist aber kein demokratisches Medium, weil es von der Masse nicht für demokratische Prozesse oder Teilhabe, wie auch immer man diese Teilhabe definieren mag, genutzt wird. Das ist ja sozusagen eine so gewagte, abwegige Theorie. Also ich würde sagen, wenn ich mir anschaue... Sie geäußert hätte. Okay, ich habe Sie so verstanden, aber also ich sehe das Internet als den zentralen Bestandteil, wie sozusagen man sich schnell, wenn man Interesse hat, wie man sich schnell politisch beteiligen kann, wie man an Kommunikation teilnehmen kann in dieser Gesellschaft, wie man politisch sich äußern kann. Sicherlich, wie gesagt, tun das nicht alle, aber aus dem Umkehrschluss daraus darf man nicht ziehen, dass deswegen sozusagen das nicht die absolute Notwendigkeit für jeden ist. Und die Finanzierung ist ein Witz, weil sozusagen die Kosten, die für die Infrastruktur des Internets notwendig sind, sind wesentlich geringer als die für die Infrastruktur des Fernsehens notwendig sind. Oder mit anderen Worten, man könnte es sowohl über die Struktur des Fernsehens leisten, also Kabel zum Beispiel, aber also eben auch über die Telefone. Unterschied. Ja, also das ist sozusagen alles... Also Kosten, wenn wir sozusagen Kosten, also dann müssen wir auch fragen, ja, ist es vielleicht, also das ist ja auch ganz schön teuer, diese Menschen zu ernähren, vielleicht sollte man das auch einstellen, weil, also, nein, also entweder wir akzeptieren sozusagen gewisse Menschenrechte und halten sie für absolut, und dann müssen wir sie bezahlen, wenn sie so vieles kosten machen, oder eben nicht, aber ich glaube, sie sind notwendig und mir tut es auch in den Augen weh, dass sozusagen viele Leute eben nur Facebook Farmville spielen, aber ich glaube, dass wir genug daraus gewinnen, aus diesem 1% an Menschen, die sozusagen das für politische Zwecke nutzen. Und vielleicht noch einen letzten Punkt. Ich sehe gerade sozusagen diese, es ist auch ein fundamentaler Unterschied zwischen diesem Fernsehen. Sie haben gesagt, ja, das Fernsehen hat man auch früher mal geglaubt, in Ihrem Vortrag, da würde ich eigentlich auch schon was sagen, hat man auch soziale Utopien dran gesetzt, mit dem Fernsehen wird alles demokratisiert. Stimmt, und ja, es stimmt auch, dass die nicht eingetreten sind. Aber der Rückkanal, den Sie angesprochen haben, den man im Fernsehen mal angedacht hatte, was ja auch bis heute tatsächlich auch realisiert ist über Call-In-Shows, wo man ganz viel Geld zahlt, oder irgendwie, ich kann bei Wer wird Millionär irgendwie den Superstar wählen oder so, über Telefon 50-Cent-Beiträge, das ist ja im Internet total in der Struktur anders, ja, weil das ist ein von der Natur aus dezentrales Netzwerk, wo sozusagen ein Peer-to-Peer-Netz ist. Es ist eben keine hierarchische Struktur mehr, nicht mehr das klassische Hörer-Sender-Empfänger, sondern es ist ein vom Empfänger zum Empfänger Kommunikation und das verändert alles. Und das heißt nicht, dass es zwingend immer zu Demokratie und immer zu einem Paradies führen wird, aber es ist sozusagen deswegen auch zwingend erforderlich, dass jeder daran teilnehmen kann, wenn das unsere zentrale Kommunikationsinfrastruktur ist und das ist sie bereits. Und das zu leugnen, da können Sie jetzt auch sozusagen noch so viele Grafiken ranholen oder Statistiken, dass irgendwie gewisse Teile der Bevölkerung noch nicht da drin sind. Das ist mir völlig eben wurscht. Es ist entscheidend, dass die wichtigen Teile der Bevölkerung drin sind und die wichtigen Teile der Bevölkerung, die sozusagen politische Entscheidungen treffen. Und ich muss dann in dem Moment, in dem die wichtigsten Teile der Bevölkerung drin sind, muss ich als Bürger einfach aufgrund meines Menschenrechts auch ein Recht auf Zugang dazu haben. Also da gibt es dann für mich keine Zugang. Ich merke, es wird jetzt total kontrovers. Ich merke, dass alle nicht alle sich melden wollen. Ich würde trotzdem gerne versuchen, wenn es irgendwie geht. Zunächst einmal noch die drei, die sich zunächst gemeldet haben, dann hier vorne nochmal, dann gehen wir nach hinten zum nächsten Mal. Das heißt, irgendwie so richtig, dass alle zu Wort kommen. Sie sind glücklicherweise ein kleiner Kreis. Sie sind dran. Ja, also ich bin nun seit vielen Jahren notorisch davor, vor dem Netzutopismus zu warnen. Da sind wir auch völlig einig. Nicht, dass es automatisch Emanzipation, Bildung und so was kommt, ist natürlich nicht. Aber auch das mit der dezentralen Struktur stimmt nicht so richtig. Okay, macht aber nichts. Ja. Was mich zunächst mal verwundert hat, dass Sie von jemandem, der so viel Wert darauf legt, als Wissenschaftler aufzutreten, sozusagen einen Satz in den Mittelpunkt gestellt, der eigentlich ein absoluter Nullsatz ist. Ne? Sie sagen, sozusagen Mediennutzung oder Nichtnutzung oder Technologienutzung, die ist sogar Ausdruck von individuellen Kosten-Nutzen-Kalkülen, also von neoklassischen
Ökonom ist das ja sowieso die Prämisse, die ja allem zugrunde liegt. Also sie haben damit gar nichts gesagt. Wenn das sagt, ja, natürlich auch Leute, die zum Beispiel in der Situation von Hartz-IV-Empfängern sind, für die ist das natürlich Ausdruck von einer individuellen Kosten-Nutzen-Kalkulation, die führt halt dazu, dass sie eben wohl oder übel aufs Internet verzichten. Also sie sagen damit nichts zum Beispiel über soziale Notlagen. Ja, wenn Sie sagen, es ist Ausdruck einer Kosten-Nutzen-Kalkulation und nicht etwa von eines sozialen Problems, das ist völliger Unsinn, wenn Sie das sagen. Ja. Ressourcenproblem angeht, ja, Sie gehen davon aus, dass es ein Nutzungsspiel ist, aber es ist nun mal tatsächlich so, dass ganz viele Entscheidungen, vor denen wir sozusagen in der Volkswirtschaft stehen oder in der Gesellschaft stehen, keine Nutzungsspiele sind. Nicht? Also, man kann sehr wohl dafür argumentieren, dass einfach sozusagen ein universeller Netzzugang, weil es muss ja niemand, es wird sicher immer Leute geben, die das auch nicht wollen, das soll man die lassen. Ja? Aber es muss jeder das im Prinzip die Möglichkeit haben, teilzunehmen. Ich bin der Meinung, dass das kein Nullsummenspiel ist, abgesehen davon, weil die Grenzkosten sozusagen eines zusätzlichen Netzzugangs, die sind eigentlich weitgehend bedeutungslos. Das ist wirklich nicht die große Sache. Nicht? Also das ist, Netz ist eine Infrastrukturgeschichte, das muss man flächig ausrollen, ja? Das kostet Geld, aber der einzelne Zugang, ja, die Grenzkosten des einzelnen Anschlusses, im Grunde muss man ja sowieso die Hardware schon überall liegen haben, das ist ja praktisch nur noch die Aufgabe, den zu aktivieren. Und die Elektronik für die Endgeräte, das ist nun auch nicht die Welt. Nicht? Also das halte ich für kein valides Argument, also auch ökonomisch für kein valides Argument. Ja? Und wenn Sie hier Face-to-Face-Kommunikation und technisch vermittelte Kommunikation gegenüberstehen, ist es ja nicht ganz richtig. Ich meine es ja nicht so, dass die Leute, mit denen wir kommunizieren möchten, alle sozusagen mit uns in einem Raum leben. Nicht? Die leben ja doch schon manchmal irgendwo entfernt. Auch Straßen sind eine technische Infrastruktur. Ja? Und ich würde das Internet einfach auf die gleiche Ebene heute stellen wie mit der Straße. Nicht? Wir können ja auch sagen, Leute, die brauchen ja eigentlich keine Straße oder sowas. Nicht? Also das ist einfach das, was sozusagen eine Gesellschaft zu einer Kommunikationsgemeinschaft, was sind öffentliche Plätze, öffentliche Straßen. Und das ist eben auch heute, glaube ich, ein öffentliches Internet. Auch wenn es längst nicht alle die utopischen Wirkungen hat, die man sich davon versprochen hat. Also Sie rennen damit bei mir offene Türen. Ich schreibe seit vielen Jahren gegen diese utopischen Erwartungen an. Aber deshalb kann man, glaube ich, trotzdem auf einer vernünftigen, realistischen Basis sehr gut dafür argumentieren. Ich glaube, die Frau Engler hat auch gute Gründe dafür gebracht, dass tatsächlich jeder das haben. Es dreht sich zunächst mal nicht um utopische Erwartungen, sondern einfach für eine signifikante Gruppe von Leuten, die wir sozusagen auch nicht aufklären, insbesondere auch für deren Kinder die Möglichkeit, sozusagen an der heute eigentlich normalen Kommunikation teilzuhaben. Und auch das, was Sie vorhin sagen, da muss man genau fragen, was heißt eigentlich Zugang zum Internet? Nicht? Also das ist natürlich so, die Kids, die zum Beispiel hier im Wedding in den Internet-Shops rumhängen, ja, die haben wahrscheinlich zu Hause schon einen Computer, aber da sitzt meistens der Papa dran oder irgend sowas. Oder sie wollen da vielleicht auch eine Art von Kommunikation pflegen, die zu Hause vielleicht nicht so wohl gelitten ist und so weiter und so fort. Nicht? Also das muss man mit in Betracht. Man muss dann also auch sozusagen solche Umfragen hinterfragen, also darauf hin, wie sind eigentlich überhaupt die Antworten zustande gekommen. Das werden wir mal noch und dann ich versuche es mal kurz zu machen. Also ich glaube, wir können uns ja vermutlich sogar darauf einigen, dass es naiv wäre zu glauben, eine rein technische Teilhabe führt automatisch zu mehr Partizipation. Genauso wie ich denke, dass wir uns auch darauf einigen können, was Sie in dem letzten Panel aus dem Publikum heraus gesagt haben, dass es naiv wäre zu sagen, wenn es immer mehr E-Government-Angebote gibt, führt es automatisch zu einer demokratischeren Gesellschaft. Aber die eigentliche Frage ist doch dann, welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, damit das so wäre, damit man das in diesem progressiven Sinne nutzen kann. Ne? Und das ist ja eine Frage, die wir gemeinsam dann beantworten müssten. Genau, also dann nochmal irgendwie, weil Sie vehement behaupten, sozusagen, dass es tatsächlich keine Voraussetzung. Also einfach mal das Beispiel sozusagen, in Skandinavien, wir wohnen da alle irgendwie 100 Kilometer entfernt. Kein Erwerbslose können sich das leisten, von
Berlin nach München zu fahren, um einen Freund zu suchen. Also gerade mit diesen Mobilitätskosten, das können sie sich einfach nicht leisten. Und da ist das natürlich mit dem Internet sozusagen, also dann macht es ja Sinn sozusagen, das technisch zu vermitteln. Oder auch, wenn man sich die Nutzungszahlen anguckt, was weiß ich, bei den jungen Leuten, wenn die Durchdringung haben von 98%, und dann ist dann ein, also dann bin ich irgendwie nicht bei Facebook, also da bin ich raus. Ja. Also, das muss man, von daher, und dann ist es eine Voraussetzung. Ne? Also wenn meine komplette Peergroup bei Facebook ist oder was weiß ich, in welchen Social Networks, und ich bin die einzige Person, der nicht dran ist, die gratulieren mir nicht mehr zum Geburtstag. Das läuft halt darüber, und wenn es da nicht eingetragen ist, dass ich Geburtstag habe, dann habe ich nie Geburtstag. So. Und mit der Finanzierung finde ich so halt gerade in Bezug auf die Arbeitslosengeld 2 Regelsätze, ich meine, das ist eine Versicherungsleistung, also, ne, ich meine, das sind irgendwie ja auch viele Menschen, die einfach 20, 30 Jahre ne, in Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben. Und da brauchen, also, und dann finde ich, ist das schon das Mindeste sozusagen, dass sie da nicht nach der Zeit jetzt irgendwie nicht mehr den Internetanschluss leisten können. Und es ist natürlich eine normative Entscheidung, wie man Ressourcen einsetzt. Das ist natürlich immer dann eine Frage des politischen Willens, das ist ganz klar. So. Genau, und ach, ganz kurz nur irgendwie, weil sie mich immer versuchen darauf zu reduzieren, dass ich einfach nur den technischen Zugang fordern würde, tue ich ja gar nicht. Also mit diesen, ne, also mit Medienkompetenz und irgendwie auch dann den Nutzen so vermitteln, also ganz so. Wie ich durchdacht habe, haben wir es vielleicht doch. Ja, es sind viele Sachen. Bis vor wenigen Monaten habe ich in Berlin gewohnt. In Berlin konnte man zumindest bis zu den Daten, bis zu diesem Zeitpunkt, ob es das immer noch gibt, weiß ich nicht, einen Internetzugang bei Kabel Deutschland übers Kabel in fast allen Häusern verlegt für 10 Euro. Freifahrtabschluss. Ein Megabit. Nach der Auffassung der Bundesregierung ein Freifahrtabschluss. Das ist nahe bei den 6 Euro Regelleistungen. Das nur als kleine Anmerkung. Es ist ja nicht so, dass genau das ökonomische Argument wurde ja auch genannt. Die Kosten sind ja beileibe nicht mehr so hoch, als dass das nicht finanzierbar wäre. Und möglicherweise, man kann zwar nicht immer auf den Markt hoffen, aber möglicherweise wird ein bisschen mehr Konkurrenz in diesem Bereich die Preise auch noch mal kurz setzen. Ich glaube, das ist allerdings eine utopische Erwartung. da muss ich Ihnen widersprechen, weil Sie sind noch ein bisschen älter als ich, deswegen können Sie es noch besser beurteilen. Denken Sie mal daran, was 1980 zum Beispiel die Einheit Telefongebühren. Das kann ich Ihnen sehr gut erklären, Herr Wanders. Da haben wir vorhin im anderen Panel gesprochen. Ja, aber die Tatsache ist, dass die Preise für Telekommunikation gesunken sind. Ja, ja, das wissen wir. Und ich kann Ihnen genau erklären, weshalb. Lassen Sie jetzt mal Ruhe anfangen. Wir haben ja von alle gewartet. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Über die Frage, ob das ein Nullsatz ist mit dem Nutzen, da will ich mich mit Ihnen nicht streiten, weil das wäre eine Diskussion, die ganz anderen Rahmen braucht. Ich will nur darauf hinweisen, dass das nicht nur ein Ansatz in der Ökonomie ist, sondern in großen Teilen der Soziologie und durchaus gute Erklärungskraft für individuelles Handeln hat. Was nicht heißt, das habe ich vielleicht ein bisschen unterbelichtet und deswegen will ich es gleich mit sagen, was nicht heißt, dass natürlich die Entscheidungen, die man trifft, nicht nur sozusagen von einem selbst determiniert werden, sondern natürlich von den Umständen. Das ist natürlich ganz klar, und dass wenn wenig Ressourcen da sind und die hier genannten Hartz IV oder ALG-II-Empfänger haben definitiv natürlich geringe Ressourcen, müssen sich natürlich sehr genau überlegen, wofür sie aufgewendet werden. Das will ich gar nicht beschreiben. Das, was Sie gesagt haben, davon war ich mich ganz entschieden. Erstens mal würde es mir nicht im Traum einfallen, den Satz zu äußern oder den Satz Teil zu äußern, wichtige Teile der Bevölkerung. Das halte ich für wichtige Teile der Bevölkerung. Das haben Sie wortwörtlich gesagt. Genau das ist das Problem dieser derzeitigen Debatte, dass sich nämlich eine gewisse Community als den wichtigen Teil dieser Bevölkerung ansieht. Davon nicht von der Community, sondern von Politikern, von Spiegel Online. Ja, weil sie Getriebene sind. Das werden Sie noch besser beurteilen können als ich.
Weil dann natürlich im Moment die Möglichkeit herrscht, unglaublich die Agenda umzusetzen. Ob das wirklich so wahnsinnig wichtige Probleme sind, das sei nochmal dahingestellt. Aber nochmal, ich glaube, man sollte nicht unterteilen zwischen wichtigen und unwichtigen Teilen. Und das würde mir zumindest, obwohl ich sicherlich kein sehr linker Mensch bin, definitiv nicht über die Lippen kommen. Sie haben den Punkt einfach nicht verstanden mit dem Bürgerfernsehen. Die Utopie war tatsächlich, dass es einen Rückkanal gibt. Und es gab natürlich Bürgerfernsehen, wo die Leute im Dorf, in der Stadt, in der Gemeinde, in der Kommune oder wie auch immer Fernsehen füreinander machen wollten und aufeinander reagieren wollten. Und was ist daraus geworden? Nichts, bekanntermaßen. Möglicherweise könnte man argumentieren, die Struktur des Mediums taugt dazu nicht. Nur, wieso sollte irgendeine andere Struktur besser dafür taugen? In der Struktur selbst steckt es auf jeden Fall nicht drin. Und die Tatsache, dass die in allen Untersuchungen, die ich zumindest kenne, eben der Mitmachaspekt im Internet deutlich hinter den konsumtiven, passiven, rezeptiven Aspekt zurückfällt, spricht doch dafür, dass dieses Medium eher Menschen auch in diesem Bereich so anspricht, dass sie es auf eine eher passive, rezeptive Art und Weise verwenden. Und nochmal, ich habe diesen kausalen Fall nicht so dargestellt, wie Sie das mir unterstellt haben. Ich habe nicht gesagt, man soll den Leuten es verweigern, weil sie es nicht nutzen. Ich habe nur gesagt, dass es keinen Grund gibt, ihnen es zu finanzieren. Weil politische Partizipation, und das machen uns derzeit hunderte Millionen Menschen sehr deutlich, politische Partizipation funktioniert anders. Und hat was mit Risikobereitschaft zu tun oder auch einfach mal den Hintern hochzukriegen, um es mal ganz klar zu sagen. Politische Partizipation heißt sich zum Beispiel auch an eine bestimmte Sache dauerhafter, glaube ich, zu binden, als dass die projektorientierte Arbeit im Netz darstellt. Gehen Sie in den Ortsverein. Nicht unbedingt der Linken, aber... arbeiten Sie bei einer NGO mit, die gab es im Übrigen vor dem Internet und zwar sehr erfolgreich. Also politische Partizipation und Teilhabe am politischen Meinungsbildungsprozess ist ohne Technik möglich, wenn man das will. Und darum geht es, wenn man es will und bereit ist, den dafür notwendigen Aufwand zu treiben. Dafür ist Technik hilfreich, zuweilen, aber keine notwendige Bedingung. Und deswegen ist die Argumentation, dann will ich auch mit dem Satz fertig, die Argumentation, wir müssen die digitale Spaltung, die meines Erachtens, wenn man zumindest so mit den Zahlen des Non-Line-Atlases Glauben schenkt, einfach ein ist, die sich in den nächsten paar Jahren auswachsen wird. Mit Härten, die man sicherlich auch adressieren können sollte. Aber die Argumentation, die digitale Spaltung muss geschlossen werden, der Staat hat die Pflicht, hier etwas bereitzustellen, damit die Menschen politisch partizipieren können, bricht doch in dem Augenblick zusammen, wenn sich das von selbst löst. Aber wer reduziert denn, also nur mal einfach ganz kurz, ich habe das ja nicht reduziert auf politische Partizipation, also einfach speziell. Ja, das gilt aber genauso, das gilt aber auch, also Sie können in den Verein gehen, Sie können selbst eingründen, Sie können was weiß ich, also das, was Menschen, seit es sie gibt, getan haben, ohne Technik. Okay. Ich habe jetzt sozusagen nochmal drei Wortmeldungen, dann würde ich gerne sozusagen nochmal versuchen wollen, also auch mit Blick auf die Uhr und damit Sie beide auch nochmal einen Schluss machen haben, nochmal diesen Aspekt Teilhabe mit einer Frage von mir nochmal versuchen, vielleicht zu fokussieren und würde dann vorschlagen, wir machen jetzt die drei Wortmeldungen noch und sozusagen mein Versuch auf Teilhabe zu mal ein bisschen zu fokussieren, Sie beide nochmal die Antworten, damit nicht irgendjemand sich nachher beschwert, er hätte einen Wurst zu wenig oder ein Bier zu wenig bekommen. Dann muss man ja auch sagen. Der Junge. Ja, dann kommen Sie, weil der Junge, weil es sich für den Jungen mal erledigt, ich habe doch noch auf die Redeliste, aber zunächst ist der Junge. Ja, auch schon fast erledigt, weil er hat es zum Schluss noch deutlich gesagt, also Internetanschluss ist ja keine Voraussetzung für irgendeine Partizipation in irgendeiner Weise.
Wer den Anschluss braucht, um jetzt in der politischen Arbeit mitzumachen oder irgendwas anderem teilzunehmen, ist einfach mal zu faul, aus dem Haus zu gehen. Also hat ja vorher auch funktioniert. Der Hinterherschluss ist nicht die Voraussetzung, der ist nur ein Werkzeug. Die Voraussetzung ist das Interesse. Ja. Dann der Harald oben nochmal und dann Sie und wenn es geht. Ja, klar, kurz. Also erstens, das mit diesem wichtigen Teil der Gesellschaft, habe ich glaube ich, war missverständlich. Zweitens, ab dem Moment, ab dem sozusagen ein Teil der Gesellschaft Zugang hat zu einem Medium, worüber sie kommunizieren kann, darf es nicht exklusiv sein. Das war der ganze sozusagen Aspekt, den ich sagen wollte, sondern dann sollte es jedem zugänglich sein. Der zweite Aspekt sozusagen ist, okay, klar, früher politische Kommunikation funktioniert wunderbar ohne Internet. Und klar, ich kann immer Revolutionen starten, auf die Straße gehen, sehen wir in Nordafrika, dass sozusagen Menschen ihre Revolution tatsächlich auf der Straße führen und nicht im Internet. Das ist auch Common Sense und da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Wo ich nicht zustimme und auch dir nicht zustimme, ist sozusagen die Idee, dass quasi im Internet keine politische Kommunikation oder keine politische Teilhabe stattfindet, nur weil sie früher klassischerweise analog stattgefunden hat. Ich bin nun Mitglied einer Partei, die sich ausschließlich digital kommuniziert und organisiert. Da wäre es überhaupt gar nicht möglich, quasi Mitglied zu sein, ohne Internetzugang zu haben oder zumindest irgendwie Teilhabe zu haben. Und wenn man jetzt nochmal auf die Parteienlandschaft schaut, die in Deutschland sozusagen noch existiert, dann stellen wir fest, dass die einzige Partei, die sozusagen noch es schafft, junge Menschen zu gewinnen, tatsächlich diese junge Partei ist und vielleicht noch ein bisschen die Grünen. Und wir zu nehmen, muss ich jetzt sagen. Okay, wunderbar, und die linke Partei. Aber häufig auch mit diesen eben gerade kurzfristigen Angeboten projektorientierter Arbeit, weil das ist nämlich das, was attraktiv ist, sozusagen, ich möchte kurzzeitig mal ein Jahr in einem Projekt sein, ich möchte mal gegen das Kohlekraftwerk an der Ostseeküste sein, ich möchte mich hier mal engagieren, möchte aber nicht 7 Jahre lang mich erstmal sozusagen durch diverse Ortsvereine abarbeiten und abbügeln, bevor ich dann sozusagen irgendwann mal auch mal mitreden kann auf einem Landesparteitag. Sondern warum ist sozusagen diese ganzen hierarchischen Strukturen, die wir aus der Vergangenheit kennen und damals, ja, richtigerweise die einzige und vielleicht sogar die beste Organisationsform war, die es damals gab für so große Mengen, heißt ja aber nicht, dass das zwangsweise auch in der Zukunft immer die beste Möglichkeit ist. Wir haben in der Wikipedia gesehen, auch wenn da nur 1000 oder 3000 Leute tatsächlich aktiv den aktiven Kern bilden, aber dort können kurzzeitig, in Anführungszeichen, jeder mitmachen. Und wir können sozusagen unglaublich große Menschenmengen dazu befähigen, sich einzubringen. Mir ist es halt auch ganz wichtig zu sagen, natürlich sind das immer nicht die Massen. Und natürlich ist sozusagen eine Utopie, wenn man jetzt irgendwie von diesem abmacht, es muss nicht immer alle sein, damit es gerechter ist. Mir reicht es schon, wenn ich es schaffe, also ich sage da ganz kurz, oder eins zu meiner Biografie, ich bin aus einer dieser unterschiedlichen Familien und hätte ohne das Internet niemals diesen Bildungsgrad mehr aneignen können. Ich wäre wahrscheinlich nur auf ein Gymnasium gekommen und ich hätte niemals sozusagen Studium ergreifen können, wenn ich nicht sozusagen diesen Informationszugang gehabt hätte, weil mir das einfach so viel Mehrwert gebracht hat. Das hat mich sozusagen aus meinem kleinen Zuhause sozusagen plötzlich dieses unendliche Universum der Informationswelt und dann sozusagen, finde ich, muss es einfach eine Chance sein, weil sozusagen, wenn wir es nur schaffen, einen einzigen Jugendlichen dazu zu bringen, auch nur einmal auf eine Website von einer politischen Partei zu gehen, schon dann würde ich sagen, hätte es sich gelohnt. Und wahrscheinlich wird es 10% sein oder so, die sich dadurch politisch beteiligen können. Aber für mich reicht das bereits. Das ist bereits das, was das Ziel ist. Und wir sollten nicht eine Utopie verfolgen, aber wir sollen sagen, dieser Informationskanal und auch der Feedback-Kanal, das ist wichtig. Und deswegen sollten wir es als etwas Wichtiges erachten. Okay. Entschuldigung. Ja, ich habe ja schon heute Vormittag in ganz entschieden darauf hingewiesen, dass man schon politisch was auf die Beine bringen konnte, mit gewaltigem Erfolg, ohne Internet. Es gab keine Frage. Die Frage stellt sich aber heute anders. Heute ist es mir fast unmöglich, an irgendeiner politischen Bewegung zu partizipieren, ohne Internet. Also das beste Beispiel habe ich in meiner Frau, die bis vor kurzem eine entschiedene, erklärte Nicht-Onlinerin war, ja, die aber seit langen, vielen Jahrzehnten politisch aktiv ist und die jetzt, siehst du mal, jetzt brauche ich auch einen Computer, jetzt brauche ich einen Internetzugang, einfach um überhaupt sozusagen in den Gruppen,
mit denen ich arbeite, also habe ich dabei zu sein, die neuesten Termine zu erfahren, mit den Leuten kommunizieren zu können. Das ist einfach eine Tatsache, nicht? Und darum dreht es sich elementar, diese Möglichkeiten, nicht utopische Erwartungen dran zu knüpfen, sondern diese Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, dass einfach die positiven Externalitäten, die sozusagen auch mit den Kosten, die da vielleicht anfangen, verbunden sind, einfach bei beiden diese Kosten aufwiegen. Das ist der springende Punkt. Ich würde jetzt versuchen, sozusagen, um beiden die Möglichkeit eines Abschlussstatements zu geben, nochmal versuchen, das mit einer Näherung an den Begriff Teilhabe. Ich will mal zunächst Ihnen recht geben, was die Telefonkosten angeht. Sie haben jetzt mit 10 Euro gesprochen. Mhm. 9,90 Euro. Ja, ich kann mich gut daran erinnern. Da würde ich jetzt mal sagen, das wäre für mich jetzt nicht das zentrale Problem. Das zentrale Problem für mich wäre, wenn ich mich jetzt mal auf diese Debatte einlasse, dass mir der schönste Anschluss nichts nützt, wenn ich die Hardware dazu nicht habe. Und ich glaube, sozusagen darum ging es zum Teil auch in dem Vortrag nicht vor England. Aber wenn ich zum Thema Teilhabe nochmal komme. Teilhabe hat ja auch mal was damit zu tun, welcher mehr oder weniger gesellschaftliche Standard existiert. Und ich gehe jetzt mal bewusst weg von der sozusagen politischen Partizipationsebene, weil es mir um den jetzt gar nicht geht. Da könnte man noch anführen, dass es von einem Hartz-IV-Empfänger ausgesprochen schwierig ist, zu einer Demonstration oder was weiß ich was fahren, am Abend sich mit Leuten zu treffen, danach noch in die Kneipe zu gehen. Und, mir geht es um sozusagen den gesellschaftlichen Standard, den wir haben. Und, die Zahlen, die Sie vorgelegt haben, zeigen ja im Prinzip, dass zu einem erheblichen Anteil der gesellschaftliche Standard ein Internetanschluss ist. Und die Möglichkeit, online zu sein. Nach meiner Einschätzung oder nach meiner Erfahrung ist es so, dass ganz viele Angebote für Menschen zunehmend auch auf Online-Angebote sind. Also Zeit. Sozusagen Dinge, die das Leben bequemer machen, die es zum Teil aber auch nur online gibt, etc. pp. Und vor dem Hintergrund wäre sozusagen meine Frage, sozusagen ein bisschen als Abschluss für beide, wenn wir einen gewissen Standard haben an Teilhabe, ob es dann nicht eine Verantwortung wäre, allen auch diesen Standard zu ermöglichen. So war abstrakt gefragt. Das ist genau das Problem, was da aus dem Publikum kommt, so abstrakt das zu beantworten. Vermag ich es nicht, weil mir fielen sofort Einwände dagegen ein. Beispielsweise, seien Sie froh, ich muss anders anfangen. Die Argumentation, die Sie aufbauen, ist furchtbar gefährlich. Erstens mal, wenn Sie als Partei entschieden haben, praktisch nur virtuell zu existieren, so what? Das ist keine staatliche Aufgabe, Ihnen dabei zu helfen. Seien Sie froh, dass es so ist, denn dann wären Sie eine vom Staat finanzierte, direkt finanzierte Partei, damit würden Sie Ihre Unabhängigkeit verlieren. Also inzwischen. Ja, aber nur über Wahlkampfkosten und Rückerstattung. Aber stellen Sie sich vor, Sie wären direkt alimentiert. Das wäre, glaube ich, demokratietechnisch mehr als Zweifel. Aber entscheidend ist, und ich glaube, das ist natürlich ein Werturteil, das da einfließt. Das ist keine normative Aussage und keine irgendwie aus Empirie ableitbare Aussage. Aber ist es denn möglich, auf dieser abstrakten Ebene irgendwie diesen Standard festzulegen und dann zu sagen, ja, das ist Aufgabe der Gesellschaft, das zu finanzieren? Wenn wir dann eben in unglaublich vielen Fällen einfach feststellen, dass das, was wir da an positiven Externalitäten erwarten, sich einfach nicht realisiert. Ab wann ist dann zum Beispiel ein Anschluss ausreichend? Ich meine, um zum Beispiel politisch zu partizipieren, wenn es nicht bunte Bildchen sein müssen, würde auch ein 56K-Anschluss reichen. Ja, ist das der Mindeststandard, den wir den Leuten zur Verfügung stellen, weil die Bits kommen schnell genug raus, um Text darzustellen. Bildchen brauche ich nicht für politische Partizipation. Und jetzt sehen die Website von keiner politischen Partei. Ja, genau, okay. Das ist dann aber ein Problem. Die Wahl haben Sie nicht. Das ist ein Problem der politischen Partei, dann sind sie nämlich nicht mal barrierefrei. Ja. Ja, natürlich nicht. Das heißt, wir können diese Frage nicht so abstrakt beantworten, weil Sie dann nämlich wirklich rangehen müssen und zu sagen, was ist dieser Mindeststandard in concreto? Und ich glaube, das ist nicht operationalisierbar. Okay, Eingleit nochmal.
Natürlich ist es das. Das würde ich schon sagen. Dass das ist ein paar Entscheidungen. Jetzt ist aber vor. Es ist aber nicht operationalisieren, es ist. Jetzt ist aber, Moment, jetzt ist Frau Engler dran, weil, ich jetzt nicht gegen Sie, sondern, Frau Engler. Genau, ich sage gleich nochmal was dazu, irgendwie so, weil das kommt ständig als Einwand, ne, irgendwie, wenn können Sie ja zur AG latschen, eine Bücherei, die Erwerbslosen, aber das Ding zu Hause brauchen Sie wirklich, da sage ich gleich nochmal was zu. Also Peter Bartelhammer hat genau das versucht, sozusagen operationalisierbar zu machen mit diesem Teilhabekonzept. Und im Prinzip geht es natürlich darum, einfach sozusagen aus Sicht der Subjekte auch irgendwie das zu definieren. Also das, ne, was ist das gesellschaftliche Mindestmaß im Prinzip? Und das ist natürlich historisch variabel, das muss immer wieder neu verhandelt werden. Und im Endeffekt ist ja Arbeitslosengeld 2 nichts anderes als das. Das ist halt momentan was sozusagen, wie es ausgehandelt worden ist, was das existenzielle Minimum irgendwie in der Gesellschaft gerade ist, und da würde ich halt sagen, und dann geht es, also da ist politische Teilhabe, ist mir, also da geht es irgendwie um viel mehr. Ich will nicht sagen, dass ein Erwerbsloser nur einen Internetanschluss verdient hat, irgendwie wenn der draufgeschickt ist und meint, er müsste jetzt da politische Teilhabe. Oder irgendwie, dann bezahlt die BA das auch nicht mehr gerne, wenn der das irgendwie auch noch Ärger macht. Weil das ist ja viel mehr. Ne? Also ich meine, das ist ja auch zu einer Überwachung führen, die diskutabel ist. Genau, also ich glaube irgendwie, also da kann man den Online-Anlass nochmal andersrum nehmen sozusagen. Ich glaube, wenn ich behaupte, dass das Internet mittlerweile die Gesellschaft Normalität ist, weil es einfach 3/4 der Gesellschaft nutzen und dann ja noch viel, viel mehr sozusagen, je jünger die Personen sind, das ist ja auch keine besonders steile These. Also von daher ist das, wenn es eine Normalität ist, ist es natürlich auch ein Voraussetzung. Also das hatten wir ja vorhin doch auch, also na, sei es jetzt irgendwie Schule, Studium, Erwerbsarbeit, also wenn ich noch nie, also dann bin ich da raus. Also dann bin ich so mies qualifiziert, der Druck auf dem Arbeitsmarkt ist so groß, wenn ich das Internet nicht kenne, ja gut, dann kann ich auch zusehen, was aus mir wird. So. Und das Problem ist mit dem Internet zu Hause, Internet zu Hause versus irgendwie, Sie können ja irgendwie zum Beispiel zur AG gehen oder in irgendwelche Büchereien sozusagen, damit verbunden sind einfach extrem hohe Fahrkosten. Also Stadtteilbüchereien werden immer mehr geschlossen und die Leute können, also zum Beispiel Hamburg, die können sich das nicht leisten, innenstadtnah zu wohnen. Das heißt, die wohnen irgendwo draußen und dann brauchen die, was weiß ich, um zur Stabi zu fahren, zur Stadtbibliothek, die relativ lange Öffnungszeiten hat. Das kostet die 5,40 Euro hin und zurück im Tagesticket. Das können die nicht bezahlen. Und es sind auch bestimmte, also auch, und auch inhaltlich sozusagen, wenn sie das nicht zeitsouverän nutzen können, sind es auch bestimmte Dinge sozusagen, die das Internet nicht kompensieren kann. Also natürlich Erwerbsarbeit hat ja eine sehr starke Funktion der Tagesstrukturierung und das ist deutlich geworden, dass es viele Erwerbsarbeiter dafür das Internet nutzen, also na, erstmal aufstehen, irgendwie Zeitungen lesen, E-Mails checken, Online-Banking. Und das kann ich natürlich dann auch nicht machen, wenn ich es sozusagen nicht zu Hause nutzen kann oder auch wenn ich es irgendwie für Social Network benutzen will, irgendwie. Dann sitze ich tagsüber in der Bücherei irgendwie, meine Hälfte meiner Freunde, was ich für die arbeiten alle, mit denen kann ich dann abends chatten, wenn ich da tagsüber in der Bücherei sitze, nützt mir das eben nichts. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist sozusagen, dass sie das nutzen können, umfangreich sozusagen, also auch um ihre Medienkompetenz aufrechtzuerhalten und verbessern zu können. Ich sage jetzt an dieser Stelle erstmal danke für die Diskussion, danke für die Einleitungsbeiträge und habt so das Gefühl, eigentlich müsste man da viel länger drüber diskutieren, als man einen findet. Das vielleicht... Weil letztendlich jede Spaltung stellt die Frage nach der Gerechtigkeit. Genau. Das geht länger diskutieren als nur auf einem Panel. Trotzdem nochmal danke und danke.